Die Lausitz-Klinik Forst im Süden Brandenburgs ist ein Krankenhaus der Grundversorgung. Pro Jahr werden hier mehr als 4000 Menschen ambulant und knapp 7000 Patienten stationär behandelt. Die Klinik ist eine der wichtigsten und größten Gesundheitseinrichtungen in der Region. Am Beginn einer erfolgreichen Therapie steht eine genaue Diagnose. Wichtig ist sie zum Beispiel für den Fachbereich Innere Medizin, der sich mit den Erkrankungen der Lunge, des Magen-Darm-Traktes sowie des Herz-Kreislauf-Systems beschäftigt. Da sind wir im Prinzip mit den Untersuchungen wie Herz-Ultraschall, Langzeit-EKGs dabei. Wir machen Blutdruckmessungen und auch Funktionstests, was Blutdruck anbetrifft, und setzen dann therapeutisch dann gesehen auch Schrittmacher ein oder die sogenannten Event-Recorder. Da sind dann praktisch solche Ereignis-Recorder, die dann implantiert werden, unter die Haut gesetzt werden, wenn es noch nicht so richtig klar ist, ob ein Patient dann entsprechend Schrittmacher braucht oder nicht. Ein Teilgebiet der inneren Medizin ist die Pneumologie, die sich mit den Lungenerkrankungen beschäftigt. Es handelt sich um einen Fachbereich, der immer mehr an Bedeutung gewinnt, denn die Zahl der Atemwegserkrankungen steigt. Und auch hier ist eine genaue Diagnose entscheidend für die spätere Therapie. Die Funktionsdiagnostik hat nahezu alle Möglichkeiten, um die Patienten gut zu diagnostizieren. Ich habe die Möglichkeit zu bronchoskopieren und ich habe mir jetzt in dem letzten Jahr ein ambulantes Schlaflabor aufbauen können mit 2 Schlaflaborplätzen, wo ich auch sehr dankbar bin und die Patienten natürlich auch, um die Patienten auch im ambulanten Bereich im Schlaflabor dann mit zu betreuen. Ein weiterer wichtiger Fachbereich ist die Klinik für Urologie. Hier beschäftigen sich die Ärzte mit den harnbildenden und harnableitenden Organen, also den Nieren, der Harnblase, dem Harnleiter und der Harnröhre. Wir spezialisieren uns in Forst hier direkt auf die Steinerkrankung des Menschen, sprich also die Nierensteine, die Harnleitersteine, Blasensteine, die wir hier therapieren, und Blasentumoren, die wir hier therapieren im Sinne von Resektionen, also Erstdiagnostik und Ersttherapie im Bereich der Harnblase, und die Erkrankung der Vorsteherdrüse. Vorrangig aber die gutartige Erkrankung, wobei wir hier auch die Grundlagendiagnostik im Bereich der Tumoren selber machen. Zum weiteren Behandlungsspektrum gehören die konservative und operative Therapie sämtlicher Tumore der Nieren, der Harnleiter, der Harnblase sowie der Prostata. Dabei kommen die medizinischen Kompetenzen nicht nur den Patienten in Forst zugute. Wir sind gerade dabei, hier überregional eine Kooperation zu leben, indem wir hier Patienten überregional, aber hier eben in der Region selber behandeln mit den speziellen Behandlungen im Bereich der Steintherapie, der endoskopischen Therapie hier in Forst und der großen Tumorchirurgie und alles, was so die Krebserkrankung betrifft, dann in Cottbus hauptsächlich ist. Zum Behandlungsspektrum der Lausitz-Klinik Forst gehört seit 2018 auch eine Akupunktursprechstunde. Sie ist vor allem für Schmerzpatienten gedacht. Bereits im Vorfeld der Therapie erfahren Sie, dass die Akupunktur immer im Rahmen eines umfangreichen Behandlungskonzeptes erfolgen muss und nie alleiniges Heil- und Linderungsmittel sein kann. Hilfreich ist die Akupunktur dennoch für viele Patienten mit akuten und vor allem chronischen Schmerzen. Manchmal machen wir auch Therapie bei Schlaganfallpatienten, betont, wenn das frisch ist. Wenn nochmal Restsymptomatik da ist, dann können wir damit auch unterstützen, die körpereigene Kraft nochmal zu mobilisieren und die Heilung nochmal herbeizurufen. Die Akupunktur ist mittlerweile eine anerkannte Methode in der Alternativmedizin. Sie unterstützt durch ihren regelmäßigen Einsatz die medizinische Behandlung vieler Krankheitsbilder. Die chinesische Medizin hat andere Vorstellungen von menschlichen Körper. Dann sieht man das an den Tafeln, an den Körper, was wir hier hinter uns sehen. Da sind die Meridiane, nennen wir das, da werden körpereigene Kräfte entfaltet durch die Nadelwirkung. Seit Sommer 2018 macht auch das MRT-Mobil regelmäßig Station in der Lausitz-Klinik Forst. Das diagnostische Hochleistungsgerät ermöglicht moderne Untersuchungen
bei denen weder Röntgenstrahlen noch ionisierende Strahlen eingesetzt werden. Das MRT-Mobil unterstützt und erweitert durch seinen Einsatz die diagnostischen Möglichkeiten der Klinik. Das Behandlungsspektrum der Lausitz-Klinik Forst ist für die wohnortnahe Betreuung der Menschen in der Region von großer Bedeutung. So werden pro Jahr knapp 8000 Patienten in der Notaufnahme medizinisch versorgt. Sie ist die erste Anlaufstelle für Menschen mit akuten Verletzungen oder Erkrankungen. Wir versorgen das komplette Spektrum aus dem Gebiet der Unfallchirurgie und als Spezialisierung die handchirurgischen Krankheitsbilder. Nicht selten werden die unfallchirurgischen Patienten nach der Aufnahme unter anderem in einem der vier modernen Operationssäle der Klinik weiterführend behandelt. Hier werden pro Jahr mehr als 3500 Eingriffe durchgeführt. Die allgemeinchirurgischen Behandlungsschwerpunkte liegen bei den Tumoren des Magen-Darm-Traktes und der Brustdrüse. Besonderes Augenmerk gilt auch den proktologischen Krankheitsbildern. Durch das MVZ bekommen wir die Patienten von den Hausärzten zugewiesen, um die chirurgischen Fragen zu klären, können dann die Operation quasi vorbereiten, mit den Patienten besprechen oder Alternativen zur Operation und können dann auch wie aus einer Hand quasi im Krankenhaus die Operation durchführen, auch die Nachbehandlung wieder im MVZ abschließend durchführen. Das ist eigentlich sehr von Vorteil. Die Lausitz-Klinik Forst verfügt über multifunktionelle Operationssäle. Ein Team von OP- und Anästhesieschwestern sowie operationstechnischen Assistenten sorgt hier für einen sicheren und reibungslosen Ablauf. Die Säle sind alle mit modernsten, heute üblichen Geräten ausgestattet, wie den Beatmungsgeräten, den für die operativen Fachrichtungen vorgehaltenen technischen Apparaturen und Ausstattungen, wie zum Beispiel Laparoskopietürme. Damit nach einer Operation die Genesung der Patienten schnell voranschreiten kann, gibt es auch ein großes Spektrum an physiotherapeutischen Maßnahmen. Nach Krankheiten oder Operationen sollen die Körperfunktionen schnell wiederhergestellt oder verbessert werden. Deshalb erfolgt die stationäre physiotherapeutische Behandlung auch in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Fachabteilungen. Auf der Station für Gynäkologie und Geburtshilfe werden die Neugeborenen liebevoll umsorgt. Mütter mit ihren Kindern finden hier eine Atmosphäre der Geborgenheit und eine umfassende Betreuung. Pro Jahr erblicken in der Lausitz-Klinik Forst mehr als 430 Babys das Licht der Welt. Wir decken im Grunde genommen die gesamte Schwangerenbetreuung parallel zum niedergelassenen Bereich ab. Wir betreuen dann natürlich die Schwangere nicht mit, sondern wir stellen ein gewisses Know-how als Standby zur Verfügung, bieten damit Sicherheit und bauen damit im Vorfeld schon Kontakte auf. In der Nachsorge bieten wir das komplette Programm der Wochenbettnachsorge mit Rückbildung, mit häuslichem Besuch der Wöchnerin durch die Hebamme ab. Neben der umfangreichen, oft interdisziplinären medizinischen Versorgung finden auch die Angehörigen und die Besucher der Lausitz-Klinik Forst viele Angebote, die sie nutzen können. Vom Kaffeemobil im Eingangsbereich bis zu kostenlosen Informationsveranstaltungen.